Es ist wieder soweit, meine Lieben. Ein neues Interview zum Thema Die Bachelorette 2023. Wir sind bei Folge 6 angekommen und auch ja, heute, oder besser gesagt auch in dieser Folge, mussten uns wieder die ein oder anderen Männer verlassen. Und ich habe mir mal einen rausgesucht, mit dem ich mal so ein bisschen über seine Erfahrung quatschen wollte, wie er das alles so sieht, wie er es jetzt im Nachhinein betrachtet. Ne? Auch hier ist es ja so, dass man oft im Fernsehen Sachen sieht, wo man dann sagt, so, boah, das habe ich vor Ort gar nicht so eingeschätzt. Und ich bin sehr gespannt, was er sagen wird. So, André ist am Start. Willkommen. Du siehst im Vergleich zu mir sehr fresh aus, weil ich sitze hier bei wahrscheinlich 50 Grad in der Dachgeschosswohnung und ich merke, wie ich langsam schmelze. Tatsächlich geht es mir genauso. Ich wohne auch in der Dachgeschosswohnung, also es ist relativ warm heute hier am Bodensee, jetzt auch heute 30 Grad. Also ist schönes Urlaubswetter eigentlich heute. Ja. Ich bin gespannt, was wir heute alles so erfahren werden. Ihr könnt ihm natürlich bei Instagram folgen. Alles ist unten in der Infobox verlinkt. Und, aber sag mal, wenn du als Bachelorette-Kandidat in Thailand warst, da bist du ja wahrscheinlich auch geschmolzen, so vom Klima her, oder? Auf jeden Fall, ja. Auch in der ersten Nacht. Ne? Nach der ersten Nacht der Rosen war das natürlich ja, sehr schwül, sehr heiß im Anzug. Die ganze Nacht ja. So zu verbringen. Schon... Ja, ist schon eine ordentliche Leistung, würde ich sagen. Das wollte ich gerade fragen. Ich habe gerade tatsächlich so zurückgedacht, wir sind in Folge 6, ne? Folge 1 ist schon so ein bisschen näher. Ich dachte mir so, okay, die hatten alle Anzüge an. Und ich weiß auch, wenn die Sonne untergegangen ist und es am Abend ist, ist es ja unfassbar heiß. Ja. Und ja, auch? Ich würde sagen, man gewöhnt sich auch ein bisschen dran. So nach den ersten ein, zwei Wochen hat man sich so ein bisschen an die Temperatur gewöhnt. Und dann geht es natürlich schon auch. Aber ist natürlich klar, wenn du natürlich... ja, einen langen Abend hast und hast einen Anzug an, Sakko an, ist es natürlich schon ja, eine nasse Geschichte, sag ich mal. Wie war denn das mit der Aufregung? Aufregung bringt ja nochmal so ein bisschen mehr Temperatur rein. Warst du generell nervös oder warst du tiefenentspannt? Gut, tatsächlich war es so, eigentlich bin ich erst so richtig nervös geworden, als die Autotür aufging. Mhm. Während der Fahrt war ich eigentlich sehr, sehr ruhig. Echt? Ich hatte den David mit im Auto, der David war sehr nervös. Ich musste ab und zu den David mal ein bisschen beruhigen. Bei mir ging es eigentlich tatsächlich. Bei mir wurde es dann wirklich erst so ein bisschen, ja, kam die Nervosität dann erst an, als ich sie praktisch aus dem Auto dann gesehen habe, den roten Teppich gesehen habe, die Villa gesehen habe. Da ist natürlich ein bisschen das Herz ein bisschen gepocht, auf jeden Fall. Und, aber davor ging es eigentlich auch relativ angenehm, ganz cool. Wie war denn so dein erster Eindruck? Hättest du gesagt, so, das ist eine Frau, der ich auch auf der Straße nachher gucken würde, weil sie zu 100% mein Typ ist? Oder hat sich das erst so ein bisschen entwickelt, als du sie kennengelernt hast? Nee, ich würde schon auch sagen, dass es von Anfang an so war, dass ich sie sehr attraktiv fand, auch im ersten Moment. Also ich fand schon auch, dass Jenny eine sehr, sehr selbstbewusste Art an sich hatte, eine Top-Ausstrahlung, als man da auch vor ihr stand und... ja, sie hat mir da auch ein bisschen so die Nervosität genommen, weil sie natürlich einfach auch ja, schon ein bisschen wusste, wie der Ablauf ist. Ne? Ich war jetzt nicht der Erste, der aus dem Auto kam. Das hat es mir natürlich ein bisschen einfacher gemacht. Und ja, ich würde schon auch sagen, dass die Jenny vom Typ Frau so mir entsprechen würde, ja. Wie bist denn du eigentlich bei der Bachelorette gelandet? Jetzt ist mir schon klar, du wirst mir jetzt sagen, ja, ich habe mich beworben und wurde genommen, ja. I know, aber was hat dich da so motiviert, zu sagen, ich bewerbe mich da einfach mal? Tatsächlich war es so, dass ich in den letzten Jahren immer wieder eine Anfrage hatte für ein Format, aber für mich kam das irgendwie nie in Frage. Ich habe bis vor ein paar Jahren noch sehr viel Fußball gespielt, Hochfußball gespielt und da war das eigentlich nie eine Option, sowas mal zu machen, dass man mal für 2-3 Monate weg ist. Mhm. Aber dieses Jahr hat irgendwie alles gepasst. Es wurde beim Fußball ein bisschen weniger. Die Arbeit hat momentan auch gut gepasst. Der Zeitpunkt war richtig. Ich bin immer noch Single. Ich bin immer noch auf der Suche nach der richtigen Frau. Das war auch zu dem Zeitpunkt so. Und dann habe ich mir einfach gesagt, okay, vielleicht wirst du das früher oder später bereuen, wenn du es nicht machst. Mhm. Mach das einfach. Das ist eine Erfahrung fürs Leben. Das bleibt dir für immer in Erinnerung. Und ja, dann habe ich... meinen Mut zusammengenommen und hab dann gesagt, ja, mache ich. Hast dich dann einfach beworben, hast gesagt, hier, ich bin André, ich bin das und das, das, so sieht's aus, ja. Und dann... War der Prozess, ich habe von meiner Schwester aber auch ein bisschen, ja, sag ich mal, so ein bisschen ja, Unterstützung bekommen. Mhm. Sie hat gesagt, André, mach das doch einfach mal.
Sie schaut das immer. Hast du es denn schon mal gesehen gehabt zu dem Zeitpunkt? Tatsächlich habe ich es eigentlich in den letzten Jahren nie verfolgt. Das höre ich so oft und ja. Irgendwie glaube ich dir es auch so. Ich muss auch dazu sagen, kurz bevor dann auch klar war, dass ich mit dabei bin, habe ich natürlich auch ein bisschen geguckt, die letzte Staffel ist ja klar. Einfach so wie der Ablauf ist, ne? Ja. Wie alles abläuft, wie es ist, wenn du aus dem Auto aussteigst, die Gespräche und so, man guckt sich da natürlich schon ein bisschen was ab, aber im Endeffekt, wenn man dann da ist, ist es nochmal eine ganz andere Erfahrung. War es eine coole Erfahrung? Also ich würde es sofort wieder machen, ich bereue es auf keinen Fall. Ja, so viel erlebt in der Zeit auch und so viel coole Jungs auch kennengelernt, mit denen man jetzt sehr enge Freundschaften hat. Man hat viel gesehen von Tyler, man hat Dinge gemacht, die man so im normalen Leben vermutlich nicht machen würde. Und schon allein aus dem Grund hat sich mehr als gelohnt. Wie bist denn du mit verschiedenen Drucksituationen umgegangen? Weil du wirkst auf mich so, auch wenn ich jetzt gerade nochmal so an die letzte Folge denke, können wir nachher nochmal so explizit darauf eingehen, du wirkst sehr in dir ruhend. Also man hatte immer so das Gefühl, du bist total entspannt, ob du jetzt ein Date hast oder nicht. Du bist bei der Entscheidung entspannt. War das auch so oder ist das nur etwas, was du ausstrahlst und in dir drin sieht es ganz anders aus? Naja, es ist natürlich, ich sag mal so, ja, wenn man Jenny gut findet, so wie ich das in dem Fall getan hatte, ist es natürlich nicht immer ganz so cool, wenn du in der Villa bleibst, ne? Wenn du nicht rauskommst, keine Dates hast. Die Jungs kommen zurück, erzählen, wie cool es war, was man erlebt hat, haben gute Gespräche gehabt mit Jenny. Dann macht man sich natürlich schon ein bisschen den Kopf, auf jeden Fall, weil man hätte das natürlich auch sehr gerne. Aber ich finde, das bringt überhaupt gar nichts, sich da irgendwie ja, aus der Ruhe bringen zu lassen, sondern ich glaube, man muss immer cool bleiben, man muss auf die Möglichkeit, auf die Chance warten. Ja, und dann die Chance vielleicht auch nutzen, ne? Und ich denke, das ist ja, ist überhaupt nicht gut, sich da aus der Ruhe bringen zu lassen, sondern ich denke, es ist schon immer ganz cool, dass man einfach ja, cool bleibt und einfach auf den richtigen Moment wartet. Aber warst du dann, dein großer Moment, in Anführungsstrichen großer Moment, kam ja jetzt in Folge 6, warst du vorher, man weiß ja nicht, bekomme ich ein Date, bekomme ich kein Date, warst du dann bei den Entscheidungen trotzdem immer nervös oder dachtest du dir so, ich gucke einfach, wie es läuft und akzeptiere es so, wie es kommt? Also ich meine, musst du ja eh, aber man macht sich ja Gedanken drüber. Doch, nervös war man auf jeden Fall, weil ja, ich Jenny gut fand und ich eigentlich auch das Interesse hatte, sie noch näher und besser kennenzulernen. Und dann ist es natürlich schade, wenn du aus der Show gehst und hast einfach nicht die Zeit gehabt mit ihr oder hast sie nicht besser kennenlernen können. Von daher war die Nervosität schon auch immer ein bisschen da, klar. Aber im Endeffekt ist es ja so, man hat ja auch ein bisschen ein Gefühl, ne? Man hat ja ein Gefühl, wie man mit ihr spricht oder wie das Verhältnis ist zwischen ihr und mir. Und da hatte ich eigentlich immer ein positives, gutes Gefühl, dass wir auch immer so auf derselben Wellenlänge sind und dass wir uns auch sehr gut verstanden haben. Wir haben sehr viel miteinander gelacht. Das hat mir so ein bisschen dann ja, die Nervosität auch ein bisschen genommen in Gesprächen, aber natürlich ist man aufgeregt und möchte man unbedingt eine Rose haben, weil man natürlich ja, sie einfach noch besser kennenlernen möchte, ist klar. Hat man wirklich ein gutes Gefühl? Also mich würde jetzt mal interessieren, ich habe das ja so einleitend auch schon mal so ein bisschen angedeutet, wenn du jetzt das im Fernsehen siehst, ja, dann siehst du ja zum Beispiel auch die Einzeldates mit den anderen Männern, wovon du vorher nur gehört hast. Macht das jetzt nochmal einen ganz anderen Eindruck für dich? Ja, auf jeden Fall. Also das war auch immer so ein Thema, was wir in der Villa hatten. Wir sehen natürlich nur oder wir hören natürlich nur die eine Seite. Ist natürlich klar, wenn jemand vom Date zurückkommt und erzählt, wie super toll es ist, ja, war gefühlt schon jeder so, ja, okay, kann ich Koffer packen, kann ich nach Hause fahren. Im Endeffekt ist es natürlich nochmal ganz anders, wenn man natürlich die andere Seite sieht. Man sieht natürlich jetzt im Fernsehen, was Jenny dazu sagt. Man sieht natürlich, wie das Date allgemein auch wirklich war. Es gehören einfach immer zwei dazu. Das war immer so ein Punkt, den wir in der Villa auch intern besprochen haben, dass wir gesagt haben, okay, wir bleiben da einfach alle ganz cool und ganz entspannt, weil es gehören immer zwei dazu. Ne? Man hat da einfach nur die Meinung jetzt vom Kandidaten, aber wie Jenny darüber denkt, das wussten wir natürlich nicht. Deswegen war auch die ein oder andere Entscheidung manchmal auch ein bisschen überraschend für uns Jungs. Zum Beispiel auch bei Pedro, weil wir mit Pedro, ich war mit Pedro im Zimmer, habe mit Pedro sehr viel gesprochen und Pedro hatte eigentlich immer einen sehr guten Eindruck, auch vom Date und eine Woche später war er dann nicht mehr da.
Das ist ein sehr interessanter Aspekt, den du da gerade reinwirfst. Da würde ich jetzt gerne mal, also nur wenn du dich dazu äußern möchtest. Okay, das heißt, das hat dich vor Ort überrascht oder es hat euch überrascht, dass er gehen musste, ne? Ja. Wenn du das jetzt im Fernsehen siehst, zum Beispiel auch dieses Einzeldate mit ihm, überrascht sich dann immer noch, dass er gehen musste? Nein. Krass, ne? Ja, das ist ja genau das, was ich meinte. Diese Wahrnehmung, die man dann vor Ort hat, ist dann nochmal eine andere, wenn man es dann im Fernsehen sieht. Das ist klar. Ja. Wie hast denn du die Situation wahrgenommen, zum Beispiel als Gianluca dann, ich will jetzt nicht sagen plötzlich, aber der hat ja dann auch gesagt, du pass auf, ich gehe jetzt an dieser Stelle, weil ich das Gefühl habe, du bist mit anderen schon viel weiter, ich kann das gar nicht mehr einholen. Das ist ja eine Aussage, die hätte ja jetzt auch in der Situation vielleicht von dir kommen können. Du hattest zwar dein Einzeldate in dieser Folge, aber trotzdem, ich sag mal, ist ja Folge 6, ich will jetzt nicht sagen, dass es spät ist, aber ich glaube, früh ist es nicht. Wie hast du darüber gedacht? Also, weil du hast ja scheinbar für dich das nie in Erwägung gezogen, zu gehen. Also ich habe natürlich mit Jenny auch gesprochen in der Woche und sie hat mir natürlich dann auch gesagt, dass es für sie einfach noch keinen Favoriten gibt, dass sie offen gegenüber jedem ist und dass ein Date alles verändern kann. Und das war immer das Mindset, mit dem ich da in ein Date bin oder in ein Gespräch mit Jenny, dass ich mir gesagt habe, okay, André, wenn du einen guten Eindruck machst oder wenn es super läuft zwischen euch beiden, kannst du da vielleicht einfach noch vielleicht was bewegen. Mhm. Man dann schon, wer vielleicht so ein bisschen einen Schritt vorne ist. Mhm. Aber ich glaube, dafür wäre es dann die falsche Show, um zu sagen, ich gehe jetzt nach Hause, weil jeder wusste, was er sich einlässt. Mhm. Das ist eine Frau, es sind 20 Jungs. Und dann zu sagen, ich packe jetzt meinen Koffer und gehe nach Hause, weil ich eventuell das Gefühl habe, der ein oder andere ist schon weiter, weiß ich nicht, würde ich jetzt so eventuell nicht machen. Also ich habe gewartet auf die Möglichkeit, dass ich mit ihr ein Date hatte. Denke auch, dass wir ein sehr gutes Einzeldate zusammen hatten. Und deswegen war das dann natürlich umso überraschender, dass ich dann natürlich danach auch nach Hause gehen musste. Wollte ich dich gerade fragen. Das wollte ich dich gerade fragen. Ich frage es trotzdem nochmal. Ja, du hast gerade gesagt, dass es dich überrascht hat. Weil wahrscheinlich, wenn man ein Einzeldate hat, gibt einem das schon so ein Sicherheitsgefühl, oder? Weil ihr habt ja eigentlich auch einen guten Vibe gehabt, ne? Also muss man jetzt mal sagen. Das war ja, ich sag dir auch ehrlich, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass es jetzt sofort so, boah, Feuerwerk, das jetzt nicht, aber schon eine gute Ebene. Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, die Vergangenheit hatte gezeigt, dass man sich nie sicher sein kann, auch nach einem Einzeldate, dass es eine Rose gibt. So war es in den Wochen auch zuvor und deswegen habe ich einfach gesagt in der Situation, ich genieße das einfach, genieße die Zeit mit Jenny, einfach auch die Location, das Date an sich war wirklich traumhaft und ich sage immer so, es kommt, wie es kommt und lasse da alles auf mich zukommen. Im Endeffekt war es dann so, dass ich eben keine Rose mehr bekommen habe, aber das nimmt man dann auch sportlich irgendwo, weil man dann auch schon auch gesehen hat, ne, wie sie eventuell mit dem einen oder anderen schon umgeht oder wie weit die beiden sind. Hat es dich überrascht, dass dann doch auch so viele gehen mussten? Das ja, war ja schon, ne? Also tatsächlich schon. Fünf Jungs ist schon eine ordentliche Hausnummer, weil tatsächlich war es wirklich so, ich habe mich auch so im Interview dann geäußert, dass ich ein sehr gutes Gefühl hatte, eigentlich dann nochmal eine Rose zu bekommen, weil das Einzeldate wirklich gut war. Das war dann natürlich sehr überraschend, ja, dass dann auch fünf gehen mussten, beziehungsweise vier, weil Gianluca dann freiwillig auch ging. Ich würde von dir gerne mal wissen, du musst um Gottes Willen keine Namen nennen, also bitte nennen sie gar nicht erst. David hatte ja gesagt, dass er auch so den Eindruck hat, dass es da Männer gibt, die vielleicht nicht unbedingt die ehrlichsten Absichten haben oder hatten. Ja. Würdest du das unterschreiben? Es ist so, dass ich mich eigentlich gar nie so wirklich beschäftigt habe jetzt mit diesen Gedanken, weil es ging ja rein theoretisch einfach auch um mich in der Zeit und um Jenny. Und das habe ich auch immer wieder geäußert, dass ich da eigentlich den Fokus immer auf Jenny lege und eigentlich mich nicht damit beschäftige, ob jetzt Jungs hier da sind für eine Show oder wirklich aus Interesse an Jenny, damit habe ich mich eigentlich nie beschäftigt. Also daher habe ich auch in diesen Gesprächen oder in den Diskussionen, die da eventuell in der Villa dann auch stattgefunden haben, habe ich eigentlich auch nie teilgenommen. Wollte ich gerade fragen, das heißt, du hast dich da immer auch konsequent so aus einem so ein bisschen rausgezogen? Ja, ich bin jemand, der über die Jahre gelernt hat, einfach auch mal zuzuhören und einfach nichts dazu zu sagen und sich seinen Teil zu denken.
Das habe ich auch dort gemacht und ich glaube, ich bin damit auch ganz gut gefahren. Habt ihr eigentlich diese Kleiderthematik nochmal unter euch so intern besprochen? Das ploppt ja so öfter auf, ne? So, wie kurz oder knapp ist die Kleidung? Ich dachte mir so, okay. Das ist natürlich ein Riesenthema, ist ja klar. Ich glaube, das hat auch große Wellen geschlagen. Ja. Aber ich glaube, man hat auch gesehen, wie ich mich dazu geäußert habe in der Sendung. Also für mich war das nie ein Thema und wird es nie ein Thema sein. Ich finde das eher eigentlich eine Bestätigung, wenn eine Frau sich gut anzieht und die Männer hinterher schauen, ist es eigentlich für mich die Bestätigung, hey, der hat eine tolle Frau an der Seite, schau mal. Also von dem her, ich gehe da eigentlich ganz gelassen mit um. Du hattest ja mal dieses Beauty-Thema auch mal angesprochen. Ja. Da würde mich jetzt mal generell interessieren, weil ich oft das Gefühl habe, dass es gerade so bei Männern, ich weiß nicht, wie du das empfindest, gerne so ein bisschen totgeschwiegen wird. Also würdest du sagen, es gibt auch bei Männern so einen Schönheitsdruck? Ich meine, du bist auch Fußballer. So, da hat man wahrscheinlich auch mal so eine bestimmte Erwartungshaltung. Wie stehst du dazu und wie gehst du damit um? Boah, ich finde das eigentlich in der heutigen Zeit eigentlich was ganz Normales. Eigentlich ein Thema, was ich total normal finde. Also ich finde, es ist wichtig, dass man einfach Wert legt auf ein gepflegtes Äußeres und ich finde, man erwartet das ja als Mann auch von der Frau und von daher bin ich da eigentlich, war für mich auch nie wirklich ein großes Thema, sondern ist eigentlich irgendwie selbstverständlich, dass man eventuell zum Fußpflege geht. Ja, das finde ich auch alles okay, das meine ich aber nicht, ja, ich meine so, wenn man anfängt, an sich vielleicht was zu optimieren. Ach so. Ja, das, weil das, weißt du, ich finde so alles, also das, was du gesagt hast, finde ich jetzt irgendwie noch normal, aber du hast ja auch mal was machen lassen. Ja, klar. Also ich bin da grundsätzlich auch sehr, sehr offen gegenüber dem Thema. Ich habe mich dazu auch geäußert. Ich habe das auch Jenny erzählt, dass ich eben meine Haare transplantieren lassen habe. Und also ich bin da sehr dankbar dafür, dass es diese Möglichkeit gibt, weil sonst wäre ich heute nicht der ich jetzt bin. Und ich finde schon, dass das auch an einem Selbstvertrauen mit dem Selbstvertrauen was macht bei einem Mann. Und also wie gesagt, ich kann das jedem nur weitergeben und empfehlen, wenn es die Möglichkeit gibt, sowas zu machen, dann mach das. Also, mit wie vielen Jahren hast du das gemacht? Ich hatte zwei OPs, ich hatte eine vor 5 Jahren und eine erst vor 2 Jahren. Hast du musstest nochmal so ein paar Haare nachsetzen lassen? Genau. Und mittlerweile ist es auch so, dass es wirklich sehr, sehr viele Jungs gemacht haben bei mir im Umfeld, weil ich so einer von den Ersten war. Und ich habe da nur Positives gehört. Die Jungs sind strotzen vor Selbstbewusstsein und da hat sich das Leben um 180 Grad gedreht. Das glaube ich dir auch, was mich da total interessieren würde, weil ich bin da auch selber, also man kann ja auch in so eine Spirale rutschen. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast es ja nochmal machen lassen. Richtig. Ja. War das von Anfang an so geplant, dass man gesagt hat, so man guckt erstmal, wie das wächst und dann korrigiert man noch? Oder hast du für dich gesagt, mir gefällt es, ich will noch mehr? Oder wie war das? Tatsächlich ist es so, dass ich das natürlich gemacht habe und man hatte damals dann schon gesagt, okay, es könnte aber eventuell sein, dass es in einem anderen Bereich nochmal ein bisschen weniger wird und dass du dann früher oder später das vielleicht nochmal machen musst. Okay. Da war dann einfach der Zeitpunkt dann gekommen, wo es zeitlich auch gepasst hat bei mir und deswegen habe ich das dann nochmal gemacht. Und jetzt bin ich vollkommen zufrieden und happy damit, ja. Das ist nämlich das, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, dass ich dich so fragen wollte, wie du damit umgehst. So, ich meine, du hast es ja machen lassen, weil es dir ja nun scheinbar optisch nicht gefallen hat. So. Und das finde ich auch total legitim. Ich finde, generell kann sowieso jeder machen, was er will. Ich frage nochmal, wie findet man die Distanz dazu, dass man dann nicht, ne, dann noch die Baustelle aufmacht, die Baustelle, du, weil ich spreche da auch jetzt mal ganz offen. Ich versuche das Thema zu vermeiden immer, weil ich davon eigentlich gar nichts mehr hören will, aber geht jetzt nicht. Ich bin da vor vielen Jahren auch mal in so eine, ich will nicht sagen Selbstoptimierungsspirale gerutscht, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, ich bin immer unzufrieden. Je mehr ich mache, je unzufriedener werde ich. Verstehe ich, kann ich so jetzt gar nicht bewerten, weil für mich war es immer nur das Thema mit den Haaren. Also ich habe mich ansonsten mit nichts anderem beschäftigt. Also für mich waren die Haare einfach wichtig. Das war die einzige Baustelle und da deswegen habe ich mich da auch mit anderen Themen eigentlich nicht beschäftigt. Aber im Endeffekt kann es natürlich sein, dass das irgendwie vielleicht so ein bisschen, das ist eventuell wie beim Tätowieren auch, ne? Wenn du machst das zweite, das dritte und dann kannst du irgendwie nicht aufhören und machst immer weiter. So ist das vielleicht dann auch, aber ist es bei dir so? Wie bitte? Ist es bei dir so mit dem Tattoo?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Und Fall, ja. da, ja, da habe ich auch gleich wieder die nächste Frage. Siehst du, jetzt kommen wir, ich habe nämlich auch zwei Tattoos hier so, ne? Ich bin jemand, das würde mich interessieren, wie du damit umgehst. Ich bin jemand, der Sachen zu Tode analysiert. Auch meine Tattoos. So, jetzt hast du nun sehr viele Tattoos. Was machst du denn, wenn du jetzt mal bei einem Tattoo sagst, so, ich finde die Idee nach wie vor geil, aber ich finde die Umsetzung nicht zu 100% geil. Kommt das auch mal vor? Weil was macht man dann? Das Tattoo ist ja dann da. Tatsächlich kam das bisher nie vor. Also ich war immer sehr davon überzeugt, was ich mir stechen Ja. lasse. Und ich habe einen sehr, sehr guten Draht zu meinem Tätowierer. Ich kenne ihn auch schon sehr, sehr lange. Also da ist auch vollstes Vertrauen da. Ja, und da habe ich überhaupt gar keine Bedenken. Also da ist Nee, ich habe das jetzt auch, ja, nee, ich habe das jetzt auch gar nicht so gemeint, so, also jetzt, um gar nicht die Kompetenz anzuzweifeln, sondern weißt du, manchmal hat man ja auch eine Vorstellung davon, wie es aussehen soll und dann sieht es irgendwie genauso aus und dann mag man. Ich sag jetzt mal ganz oft, guck mal, ich habe hier zum Beispiel mir ein Tattoo machen lassen letztes Jahr, ne? Ich habe hier oben noch eins. Weißt du, ich liebe das. Ich liebe das jetzt, alles cool. Aber weißt du, was ich total unterschätzt habe? Da habe ich nie drüber nachgedacht, dass ich das jeden Tag sehe. Ja, aber ich muss sagen, ich habe so viele Tattoos, irgendwann ist das selbstverständlich. Also ich nehme das gar nicht mehr so wahr. Das ist Okay. wie meine Haut. Ich finde anfangs schon, wenn man sich tätowieren lässt, schaut man natürlich sehr, sehr oft drauf und hält das in den Spiegel und guckt hier und so und hat natürlich das Tattoo irgendwie auf Bildern auf der Kamera, aber ich finde, irgendwann ist das dann das wie eine zweite Haut und man beachtet das gar nicht mehr so. Also so geht's also geht's auf jeden Fall mir. Und das heißt, wenn du, weil du jetzt aber gesagt hast, dass man in so eine Art Sucht geraten kann, das heißt, der andere Arm wird dann auch noch voll gemacht? Vermutlich, ja. Und wo ist da dann, aber wo ist denn dann da für dich das Ende? Weil das ist ja auch, ich meine, da reden wir jetzt, ne, bei dir ist vielleicht das Tattoo-Thema, aber wann ist vorbei? Wo ist für dich die Grenze? Kann ich so gar nicht sagen. Kann ich so gar nicht sagen. Gesicht? Ja, Gesicht würde ich auf jeden Fall nicht tätowieren lassen. Also Auf bis keinen. hier quasi maximal. Es ist ja auch immer in der heutigen Zeit, ist es natürlich nicht immer ganz so einfach. Es ist immer noch so, dass man natürlich vielleicht auch abgestempelt wird ein bisschen mit dem Bereich Hals oder Gesicht, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber ja, ich finde, es ist jedem selbst überlassen, ne? Was er sich stechen lässt und wo er sich tätowieren lässt. Aber ja, wo das Ganze hingeht, kann ich so jetzt nicht sagen. Aber es gefällt mir auf jeden Fall und ich bin auf jeden Fall noch nicht am Ende. Da bin ich ja gespannt. Ich glaube, es wird dann gar nicht mehr so lange dauern, bis der andere Arm auch voll ist. Nochmal so zum Abschluss. Thema Kinder. Du hast, für dich ist es auch ein sehr wichtiges Thema gewesen, dass du mal Kinder hast, ne? Auf jeden Fall. Wie viele willst du Natürlich. haben? Am besten zwei. Ich habe so die Wunschvorstellung mit zwei, einen Ja. Sohn, eine Tochter. Ja, klar, das war natürlich auch für mich sehr, sehr wichtig, auch in der Show. Dem Thema gegenüber hatte ich überhaupt gar kein Problem, aber für mich war es auch wichtig, so wie ich im Einzelnen auch nochmal betont hatte, dass auch Jenny gesagt hatte, dass sie sich auch vorstellen kann, nochmal ein Kind zu bekommen, weil irgendwo möchte man auch seine eigenen Kinder haben. Verstehe ich, klar. Eine Wunschvorstellung. Ich finde schon auch, dass es ein bisschen der Sinn des Lebens ist, dass man irgendwann die richtige Frau trifft, dass man eine Familie gründet. Ja, und ich bin auch nicht mehr der Jüngste, ne? Ich werde 31 jetzt im Oktober. Man sieht natürlich im Umfeld, der beste Freund wird Papa. Ja, alle bekommen Kinder irgendwo, die meisten heiraten. Ne? Man sieht es natürlich auch ein bisschen und man sieht natürlich auch, ja klar, ja, man wird nicht jünger irgendwo auch. Und Naja, mit 31 hast du noch ein bisschen so, ne? Aber ja, ich weiß, was du meinst, weil man will ja auch kein uralter Vater irgendwann sein, ne? man möchte doch irgendwo den Kindern auch noch was geben und mit den Kindern auch irgendwo Ja, was erleben. definitely. Ich habe auch selber einen jungen Papa. Das ist dann schon ganz cool, ja. Würdest du noch mal in eine andere Dating-Show gehen oder reicht das Experiment Dating-Show erstmal? Tatsächlich ist es so, dass ich natürlich jetzt auch schon ein bisschen gehört habe, dass der eine oder andere sich vielleicht schon irgendwo weiter bewirbt oder so, aber es war für mich irgendwie gar nie bisher eine Frage, sondern es war auch nie die Intention, irgendwie danach weiterzugehen oder was anderes zu machen, sondern ich war rein eigentlich offen gegenüber diesem Abenteuer. Habe eine super coole Zeit gehabt, habe mir aber bisher eigentlich gar keine Gedanken gemacht, ob ich eventuell nochmal in eine Show gehe, sondern für mich war jetzt der Fokus einfach auf das Berufliche. Da ist es nach wie vor so, dass ich eben jetzt hier aktuell noch am Bodensee lebe, aber eventuell gibt es dann auch die eine oder andere Veränderung, dass ich vielleicht in eine Großstadt gehe. Da habe ich Lust drauf.
Muss man gucken, aber ja, aktuell eigentlich nein. Okay, dann bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. War auf jeden Fall mal so spannend, sich so mit dir auszutauschen. Und ich meine jetzt nicht nur die Bachelorette-Thematik, sondern auch diese anderen Sachen. Ja. Und dann gucken wir mal, wie das weitergeht. Wenn ihr noch Fragen an ihm habt, schreibt es in die Kommentare, schreibt es ihm gerne bei Instagram. Alles ist unten in der Infobox verlinkt. Und dann würde ich sagen, bei 50 Grad hier verabschieden wir uns erstmal und sagen bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, ciao. Ciao.